So, jetzt endlich. Oh. Ich habe es wieder nicht geschafft. Ich habe mir extra einen Countdown gestellt, um mich zu zwingen, dass ich pünktlich anfangen muss. Bin trotzdem 2 Minuten zu spät. So, Wind Waker, und ich hoffe, dass es heute was wird. Es ist wieder deutlich später geworden, als ich wollte. Hey Mona, es ist deutlich später geworden heute der Stream, als ich vorhatte, aber ich werde jetzt einfach durchballern. Ich werde jetzt einfach knallhart dieses Spiel zu Ende ballern, innerhalb von einer halben Stunde. Denn da wird ganz bestimmt nichts mehr kommen. Da kommt bestimmt nicht noch irgendein Dungeon oder irgendwas. Nee. Es wird genauso ablaufen, wie ich mir das vorstelle. Ich muss zu diesem Turm da, ne? Du kennst mich nur Wind Waker Stream. Ja, es ist echt, ich bin zu so einem Zelda-Streamer geworden. Unfreiwillig. Weil mit meinem schlechten Internet früher einfach nichts anderes ging. Mittlerweile ist mein Internet ein bisschen besser, aber nicht wesentlich. Ist das Spiel eigentlich zu laut? Ich habe es ein bisschen hochgedreht, weil es mir so leise vorkam. Ja, nee, habe jetzt auch mal wieder zwischendrin mal Bock, wieder was anderes zu streamen, weil Wind Waker hat echt verdammt lang gedauert. Ich habe nicht gedacht, dass das Spiel so lang ist. Ich habe ja davor auch Ocarina of Time und Majora's Mask gestreamt und die waren deutlich kürzer, wobei ich natürlich die einfach auch kannte. Da geht es natürlich deutlich schneller. So denn, Guybrush. Ich gebe dem jetzt keinen französischen Akzent mehr, ist mir egal. Das war nur für ein paar Streams. Ich habe keinen Bock mehr. Das klingt einfach zu dumm. So denn, Guybrush, zeige den Göttern das zusammengesetzte Triforce. Ja, Red Light, du bist eigentlich nur so ein Zelda-Zuschauer, ja. Du bist wegen Zelda gekommen, wobei ich halt echt auch nicht wirklich irgendwas anderes davor gestreamt habe. Kurz Dark Souls ausprobiert und dann festgestellt, dass es so hart ruckelt im Stream, dass es nicht funktioniert. Was geschieht? Das Triforce, es verweilt in dir. Aber das bedeutet ja, dass das Triforce des Mutes dich als einen wahren Helden anerkannt hat. Ja, ich habe einfach schon die halbe Welt gerettet. Es fehlt nur noch der letzte Boss. Natürlich bin ich ein fucking Held, Mann. Du, der du den Wind befehligst, das Meer be bereist, zahlreiche Abenteuer gemeistert und schließlich die Kräfte der Götter zu einem Teil von dir gemacht hast. Ja, ganz genau. Bisschen mehr Anerkennung, bitte. Dich wird man in kommenden Zeiten als den Helden des Windes kennen. Ja, okay, also, das ist quasi so ein Aufruf an die Fans, wie sie diese Figur im Wiki nennen dürfen. Der Held des Windes, um ihn vom Held der Zeit zu unterscheiden. Geh nach Hyrule, geh zu Zelda. Ich bin eigentlich eher wegen meiner Schwester hier. Ich meine, diese Zelda kann ich auch mitnehmen, aber in erster Linie wollte ich meine Schwester abholen hier. Essen ist fertig. Einfach da rein, ne? Ich weiß nicht genau, wo ich jetzt hin muss, aber ich denke mal, da wurde die doch irgendwie so versiegelt oder so. Da war doch irgendwas. Hier war irgendwo so ein versteckter Raum. War da unten. Es ist irgendwie erstaunlich, wie dieser Link, von dem sie hier eine Statue offensichtlich irgendwann errichtet haben, vom Design her eigentlich fast schon mehr dem Link ähnelt, wie er den Spielen danach aussah. So als hätten sie bei dem Spiel schon gewusst, wie sie den Link später designen würden.
Erinnert mich irgendwie mehr, ich weiß nicht, was es ist, vielleicht die Frisur oder so, erinnert mich mehr an den Skyward Sword Link als eigentlich an den Ocarina of Time Link zum Beispiel. Da ist sie ja. Hast du meine Schwester gesehen? Jetzt dreht sie sich um und dann ist es Ganondorf. Nee. Das wäre ein Plot-Quist. Plot-Quist. Plot-Twist gewesen. Du törichter Junge. Dachtest du, im Schloss wäre sie sicher? Jetzt, wo ich wieder im Besitz meiner magischen Kräfte bin, gibt es für euch keinen sicheren Ort mehr. Zelda nehme von nun an jedenfalls ich in meine Obhut. Und du sollst hier deine letzte Ruhestätte finden. Okay, es kommt direkt der Bossfight. Nice, ich habe ein bisschen befürchtet, jetzt kommt noch so ein Dungeon oder so. Hätte ich zwar Bock drauf gehabt, aber dann wäre ich heute wahrscheinlich wieder nicht fertig geworden. Okay, zum Glück sind die so dumm, dass sie sich auch gegenseitig verprügeln. Oh. Autsch. Ey, ich drück doch A. Ich hab... Okay, das klappt manchmal irgendwie nicht so ganz. Ich glaube, ich nehme irgendwelche anderen Waffen hier noch. Was ist mit dem Boomerang? Kann ich mit dem Boomerang hier irgendwas... anstellen. Geil. Okay. Ja, der hat den echt umgebracht, oder? Nee, der lebt noch. Autsch. So, was ist denn jetzt hier? Warum kriege ich jetzt so eine aufs Maul? Ich weiß echt gar nicht, ob ich in diesem Spiel überhaupt mal gestorben bin. Fällt mir gerade so ein. Also ich habe noch... Ich habe noch Feen. Aber die wollte ich natürlich eigentlich für den Endboss haben. Kann jetzt bitte mal sterben. Danke. Oje, das sieht schon mal nicht so gut aus. Bitte ein paar Herzchen hier droppen, ja. Dankeschön. Und nun? Ich jetzt irgendwas verrafft hier? Soll ich wieder rausgehen oder? Ich habe vielleicht vorher irgendwie nicht aufgepasst, was der jetzt eigentlich mit Zelda gemacht hat. Ah, okay. Ich muss doch raus. Das ist echt einer der wenigen Male, wo man wirklich so eine Landschaft sieht in dem ganzen Spiel. Oh! Hä? Moment. Hä, kann ich jetzt immer noch nicht hier durch? Aber der hat doch jetzt extra gerade mir gezeigt in der Cutscene, wie hier die...
Barriere hier verschwunden ist. In sein Obhut genommen. Ja, das ist halt echt. Ich glaube nicht, dass er sie einfach nur in die Obhut nimmt. Der nimmt sie auch noch auf ganz viele andere Arten. Hey, ich check's grad nicht, Mann! Bin ich jetzt bescheuert? Muss ich doch noch. Habe ich doch irgendwas übersehen? Aber ich habe. Habe ich irgendein Item, das ich da benutzen kann? Ich kann ja das Triforce nicht benutzen, oder? Damit kann ich ja nichts machen. Ich habe auch kein Lied oder so, um diese. Um dieses Ding da zu unterbrechen. Ey, da ist in dieser Musik so ein Glockenspiel oder was? Das klingt jedes Mal so, wie wenn man eine Nachricht in WhatsApp bekommt. Ich denke die ganze Zeit, mein Handy bimmelt. Da schon wieder. Hey Cap. Captain Cap. So, was checke ich jetzt hier gerade nicht? Was verdarf ich hier? Wenn ich jetzt hier rausgehe, dann ist da wahrscheinlich einfach nichts. Das ist, glaube ich, nicht der Weg, wo ich lang muss. Nee. Die Cutscene hat mir doch gerade eben gezeigt, dass... Jetzt gehe ich nochmal ganz kurz hier runter. Die Cutscene hat mir doch gerade gezeigt, dass da diese Barriere verschwunden ist. Und dann geht's da einfach nicht weiter, oder was? Dann muss es doch weitergehen. Was habe ich denn? Ich habe keine Items irgendwie, mit denen ich das kaputt machen könnte. Das Einzige, was ich jetzt habe, was ich früher nicht hatte, ist das Triforce. Aber jetzt, wenn ich da dagegen laufe, dann bin ich einfach nur im Arsch. Aha, das Masterschwert habe ich jetzt. Das war's. Hey, aber das habe ich ja schon voll lang. Hätte ich doch schon länger aufmachen können eigentlich. Aber vielleicht hat er sie jetzt erst mit dem Triforce dann diese Kraft bekommen. Man weiß es nicht. Hat noch nie jemand ausprobiert. Es gab noch keinen Speedrunner, der versucht hat, hier frühzeitig durch diese Barriere durchzukommen. Da bin ich mir sicher. Egal. Nervt mal nicht rum jetzt hier. Ich habe was Wichtigeres zu tun. Stimmt, ich habe noch diesen krassen Move gelernt letztens. Aber der braucht so viel Magie. Die habe ich jetzt gar nicht. Irgendwie Magie für mich? Nee. Na gut, egal.
Wenn die alleine sind, dann ist das echt kein Problem, aber zwei waren vorher ein bisschen fies. Hast du Magie? Wieder nicht. Nun, ist da jetzt etwa der Endboss? Oder kommt jetzt doch noch ein Dungeon? Und ich schaff's heute wieder nicht. Komm, da muss doch irgendwo mal ein bisschen Magie drin sein. Da ist echt nichts. Ja, komm. Okay, jetzt kommt ein Dungeon. Oh, ich schaff's heute wieder nicht. Ganons Kastell. Das ist keine Burg, das ist ein Kastell. So, jetzt Speedrun. Fuck, das wird knapp. Komm mal ins Maul. Abgefahrene Mucke. Ah, ist Magie. Hier ist Hammer Time, oder? Nee. Nee, da ist Stiefel Time. Stiefel sind hier. Ach so. Das ist so eine Sprungfeder hier. Uah! Warum hat er das nicht gemacht? Ich hab doch gedrückt. Ich glaube, ich habe den Bogen gedrückt. Ich habe jetzt echt keine Zeit für euch, Mann. Ich muss hier kurz den Endgegner speedrunnen. Da kann ich euch jetzt gerade echt nicht gebrauchen. Magie, danke. Okay, Moment, das. Ah. Okay, okay. Ich befürchte mal ganz stark, dass der letzte Tempel nicht klein ist. Hä? Ich habe keine Waffen ausgerüstet? Komisch. Warum hat er die denn gerade abgerüstet? Also, abgerüstet, kann man das sagen? Abgewählt. Was ist das ja auch für eine Mucke? Was ist hier los? Soll ich da rein? Ich wüsste nicht, warum ich da rein will, aber ich sehe hier auch nichts anderes zu tun. Ah, da. Hey Ike,
Was mache ich mit dem? Moment, habe ich irgendwas, was ich gerade verdarf? Was verdarf ich hier gerade? Man hat gar nicht so viele Items in dem Spiel, ne? Nicht so viel wie in den Vorgängern. Jetzt! Man muss einfach nur treffen. Uah! Was muss ich da? Hammer? Muss ich hämmern? Wo ist mein Hammer? Ah! Ich weiß nicht, ob ich hammern musste, aber ich habe gehammert und ich wurde gegessen. Ach, das sind... Das ist gar nicht sein Kopf. Das sind nämlich kleine Wichte hier. Was ist mit der Mucke auch? Das ist irgendwie ganz seltsam. Das ist überhaupt keine Bosskampfmucke. Alles ist schwarz-weiß. Und ich sehe null. Wow, ich sehe gar nichts mehr. Holy shit. Oh mein Gott, ich... Ah, jetzt! Die Musik, Mann! Was ist das? Die klingt auch gar nicht wie aus diesem Spiel. Das ist das Seltsame. Die klingt wie... Als wäre die einfach aus einem anderen Spiel. Was ist denn hier los? Wo ist der Kopf? Da ist er. Oh, endlich. Eine Ära neigt sich dem Ende zu. Ja, da hast du im Prinzip recht, aber ich habe die zunehmende Befürchtung, dass sich die doch nicht heute dem Ende zuneigt. Moment. Von da oben bin ich gekommen, oder? Und dann bin ich darüber gegangen. Ah, und dann hat sich jetzt hier bei der Tür irgendwas getan, aber geht noch nicht, oder? Okay, ich muss hier einfach die vier anderen Räume clearen. Ja, das könnte etwas knapp werden. Und schon wieder sind meine Items abgewählt. Was? Warum? Oh nö, jetzt ey. Oh nö. Ach, nein, bitte nicht jetzt. Okay, ich kill ihn. Ich dachte, da kommt jetzt aus jedem Sarg so ein Typ raus. Ah, Fee. Hab ich halt gerade schon welche. Wo sind die jetzt hin eigentlich? Oh. Items sind abgewählt, weil du für spezielle Bossfights nur die Items nutzen darfst, die du zum Zeitpunkt des Bosses hattest.
Ach so. Okay, aber jetzt habe ich... Bei dem Boss vorhin habe ich ja Hammer und Enterhaken benutzt. War das dann Zufall, dass ich die... Dass es die richtigen waren? Oh fuck, das war trotzdem zu langsam. Und es war dumm. So insgesamt war es dumm. Hat es wieder getan. Oh Gott. Oh, ich check's nicht. Wie konnte ich die noch mal killen? Mit Licht nur, oder? Ich habe hier nirgends Licht. Hier ist Licht. Muss ich die jetzt hierher locken, oder was? Wie viel Zeit habe ich da denn? Okay, gar keine. Okay, ich muss da irgendwas draufstellen. Und dieses Etwas ist wahrscheinlich am anderen Ende. Nee. Ist es irgendwie in einem von diesen Särgen hier drin gewesen? Nee, hier ist doch nirgends was. Darf's nicht. Von unten kann ich ja auch nichts raufschieben. Das kann sie auch nicht sein. So, wenn ich jetzt hier runtergehe, dann geht es sofort wieder hoch, ne? Was kann ich denn draufstellen? Ich denke gerade irgendwie an Majora's Mask, wo ich die Statue von mir selbst machen kann. Aber das ist ja hier nicht der Fall. Alter, ich bin so dumm. Zum Glück lebt noch einer. Ja, ganz ehrlich, ich hatte aber auch vorhin gar nicht mehr gewusst, dass diese Viecher sich in Stein verwandeln. Kriege ich den da jetzt raus? Ich wusste gar nicht mehr, dass die... Ich wusste die Mechanik von diesen Gegnern gar nicht mehr. Und jetzt hätte ich aber dann trotzdem... Nachdem ich ihn angelasert habe, hätte ich drauf kommen müssen. Ey! Du Sack! Glaub's ja nicht. Ist trotzdem noch so knapp. So, jetzt. Ah! Nein, jetzt. Oh, bitte sag nicht, ich hätte jetzt hier noch einen gebraucht. Nee, da muss jetzt noch mal einer rauskommen. Und dann
Ach, da hinten. Aber das geht sich doch zeitlich überhaupt nicht aus. So schnell wie der andere vorhin aufgetaut ist. Ach. Und ich habe jetzt gerade gar keine Zeit. Ach, fuck. Anscheinend machen dem Pfeile gar nichts aus. Okay, ich sehe gar nichts. Null einfach. Nicht den anvisieren, Mann. Mann, dieses blöde Steinvieh. So, jetzt nochmal. Schnell! Ah! Okay, jetzt. Ja, nee, Mann, das wird nichts mehr. Wenn es jetzt der zweite von vier Bossen ist, die ich noch schnell machen muss, und dann kommt erst der Endboss, dann glaube ich, schaffe ich das heute nicht mehr, weil dann muss ich schon wieder los. Ah, achso, ich habe nichts ausgerüstet. Schild habe ich bei dem gebraucht. Ich nehme mal noch Pfeile. Boomerang. Ach so, da fehlen jetzt einfach die Sachen. Ah, verstehe. Okay. Ja, mehr brauche ich eigentlich nicht. Nehmen wir noch irgendwie Bomben mit. Muss ja eigentlich ins Licht hauptsächlich. Ah, ich brauche die Stiefel. Du sollst ihn anvisieren, Mann. Link. Was mache ich da jetzt? Bomben? Fuck, was war denn nochmal jetzt mit ihm? Ich meine, so außer anleuchten. Seine Fackel kaputt machen? Nee. Scheiße, was muss ich denn nochmal mit dem machen? Hammer! Ihm auf die Klöten hammern? Nee. Ich muss ihn da nicht einfach noch länger anleuchten, oder? Shit. Den habe ich doch erst gemacht. Der ist noch nicht so lange her. Ich muss ihn ja wohl nicht wegfächern. Freundlich auch von ihm, dass er so lange da liegen bleibt für mich. Ach man, nee, ich weiß, was ich mit dem machen muss. Ich muss ihn fucking hochheben. Vergesst das immer, dass Link einfach der stärkste Mensch der Welt ist.
Okay, ich erinnere mich. Ich erinnere mich an den Boss. Rumlaufen. Einfach den immer. Genau, mit den Stiefeln rumlaufen. Okay, das bringt auch nichts. Da kann ich dafür von seinem Feuerangriff nicht mehr weg. Ah! Schnell! Okay, anlasern. Stiefel aus. Nehmen. Und die Stacheln rollen. Und dann, wenn die Viecher rumlaufen, die kaputt machen, und es geht so lange, bis die alle tot sind. Und da nehme ich jetzt, glaube ich, einfach mal die Pfeile. Okay, das dauert echt eine Weile. Das ist einfach 1:1 der gleiche Bosskampf, oder? Das ist einfach der, den ich schon mal gemacht habe. Gott, war das knapp. Okay, das war jetzt eine relativ erfolgreiche Runde. Ich glaube, 5 oder so sind es noch. Na komm, oh, nicht den Schädel da. Klingen wie Pikmin. Na komm. Hä, das war doch jetzt der letzte. Der war doch tot. Das Licht ist auch weg. Oh. So, jetzt komm. Da hat tatsächlich noch ein so ein Wicht überlebt hier. Okay. In 30 Minuten muss ich leider weg. Wir das Spiel bis dahin durch haben. Ich weiß noch nicht mal mehr, wo ich jetzt schon war. Fuck. Wird einem das nicht angezeigt? Doch, oder? Auf den Türen? Nee, da sind überall die gleichen Symbole. Ich glaube, ich war bei den beiden rechts. Jetzt fehlen noch die beiden links. Muss hier auf jeden Fall irgendwas mit Wasser machen. Aber auch mit dem hier. Ich glaube, ich habe die in der falschen Reihenfolge gemacht. Ich glaube, die gehen von links nach rechts. Ich habe jetzt erst die beiden letzten gemacht. Oh. Hätte ich das gebraucht? Ich weiß nicht genau, wofür die Plattform jetzt gewesen wäre. Oh Gott, das will. Muss ich da drauf landen? Das ist ja super präzise. Was versuchst du dazu? Welchen Bot suchst du hier, Cap? Was hast du dir unter Ausrufezeichen Wasser erhofft?
Moment. Shit. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Da komme ich doch nicht rüber. Kann ich da segeln? Ich kann nicht mal das Inventar aufmachen. Scheiße. In Wasser für mich. Okay. Dankeschön. Ja, aber ich kann doch da jetzt nicht rüberspringen, oder? Das reicht doch nicht. Fuck! Ich meine, klar, aber das Wasser muss doch für irgendwas da sein. Ich kann doch mit dem Wasser... Ich kann mit dem Wasser doch hier so eine Säule hochfahren, oder? Und dann... Aber ich, oh, diese Dinger, die bleiben nicht lang genug. Die Teile, die reichen mir doch eigentlich nur, um halt die erste... Ah nee, selbst für die erste brauche ich es nicht. Hm. Einfach mal ausprobieren, aber ich glaube, das Wasser, das... Okay, das ist jetzt schon wieder weg. Nee, vergiss es. Das bringt mir überhaupt nichts. Es sei denn, ich beeile mich jetzt so, dass ich jetzt hier... Nee, da kann ich ja gar nicht mehr springen, oder? Doch, es geht. Nee, das... geht nicht. Hätte er sich fast eben kurz... Ja, also es war knapp mit dem Festhalten. Aber vielleicht hätte ich einfach nur ein Stück weiter runter... am Seil runter klettern müssen. Ach komm ey. Man kann sich mit... Kann man mit dem Wasser Plattform machen? Ja, kann man. Aber die sind halt so schnell wieder weg, dass ich... irgendwie nicht weiß, was ich damit eigentlich machen soll. Macht das vielleicht genug Dampf für Segel? Dampf für Segel. Okay, das, wäre das erste Mal, dass ich das in dem Spiel sehe, dass man mit dem Segel... Oh, oh Gott. Also, das ist natürlich eine Möglichkeit, die wir gleich mal ausprobieren können. Aber jetzt... Jetzt probiere ich es noch einmal so wie vorher, nur mit bisschen weiter. Bisschen mehr Platz lassen am Seil. Nur das ist immer noch zu niedrig. Vielleicht so. Das ist ähnlich wie vorher, ne? Ich muss noch einen Schritt runter. So vielleicht. Ich weiß es nicht. Das sieht nicht gut aus. Ach komm, Link! Halt dich halt fest. Ach, verdammt. Gut, jetzt probiere ich mal Monas Strategie mit Dampf. Dampfsiegel. Leider nicht. Leider nicht genug Dampf. Aber es sah zwischendrin ganz gut aus. Also der Dampf sah fast so aus, als hätte die einen Zweck, aber dann leider doch nicht. Also meine nächste Strategie wäre nach wie vor zu versuchen, eine Plattform an der Stelle zu machen, wo immer diese Säule da rauskommt. Das hat nur vorhin nicht geklappt. Wo ist denn das? Ja, zum Beispiel da. Hoffe, das passt. Komm, komm schon. Nein!
Ja! Und dann bringt mir das Ganze überhaupt nichts, weil ich von hier nicht rüberkomme. Verdammt! Ich check's nicht. Check's gar nicht, ey. Ich kann die Dinger ja nicht mitnehmen. Also ich müsste mir eigentlich so eine Spur bauen bis zu der Säule da hinten, aber das schaffe ich hier in der Zeit nicht. Bester Versuch bisher war immer noch der mit einfach ganz normal drüber. Aber irgendwie muss doch dieses Wasser auch einen Sinn haben. Ach komm, Link. Wollte ich natürlich nicht. Ich komme nicht drauf. Was ist das? Was kann ich hier tun? Ich kann ja das Wasser nicht so weit tragen, dass ich hier auf diese Säule komme, oder doch? Nee, weil ich muss da jedes Mal dann wieder da... Nee, ich musste ja hoch mit dem Greifhaken. Das schaffe ich doch nie. Mann! Warum kann man... Also... Man kann jetzt halt einfach überhaupt nicht richtig zielen, dieses... Dieses vom Seil abspringen. Jetzt, ich müsste jetzt hier so in der Flasche so einen Schluck Wasser dabei haben, aber das, glaube ich, geht nicht. Also es geht schon, das irgendwo zu holen, aber ich kann es nicht aus dem Topf da vorne holen. Was verdaffe ich hier gerade wieder? Alter! Ist es das? Ich kann da einfach ganz hoch. Oh. Ich kann da einfach ganz hoch. Oh Mann. Also das Wasser war komplett für den Arsch. Es war einfach nur ein Red Herring, um mich zu verwirren. Okay, ich habe nur den Enterhaken. Dann brauche ich den wohl. Hey. Ah. Jetzt. Ah, ich erinnere mich. Natürlich, das ist der erste Boss gewesen. Da musste ich irgendwie da hoch. Da ist es. Also nicht, muss ich da das öfter machen? Öfter mich dranhängen oder muss ich öfter schwingen? Nee, einmal einfach nur. Die Spiele sind schwarz-weiß irgendwie deutlich unübersichtlicher. Thank you.
einfach nochmal diesen Scheiß auf den Kopf. Einen fetten Drachenarsch. Spielt denselben Song nochmal. Werft mir denselben... Ey! Wo springst du hin? Werft mir denselben Drachenarsch nochmal auf den Kopf. Nicht Link. Okay, das hat ihn gekillt schon. Nun gut. Ah, das wird knapp. Nee, es wird leider nicht knapp. Ich schaff's nicht mehr. Ich muss in 15 Minuten muss ich los. Was fehlt denn jetzt noch? Da kommen wir her. Ich glaube, der hier fehlt. Da werde ich dann genau vor dem Endboss dann stehen bleiben. So wie ich mein Glück kenne. Der hier, glaube ich, ist es. Ja, der fehlt noch, der Wald. Der Waldboss. Oh, und diese Windrätsel mit diesen Dingern hier. Na gut, na gut. Ich muss hier bestimmt so eine Nuss hier mitnehmen. Dann hier rüberfahren. Das war nicht besonders weit. Ey! Das geht nur bis hier, oder was? Dann. Ah, das war so klar. Die Nüsse sind zu schwer, meinst du? Meinst du, ich kann ohne die Nuss rüberfahren? Okay, wow, das war ja noch weniger als vorher. Gib dir mal ein bisschen Mühe, Link. Ach so, oder? Nee, aber jetzt fährt er wieder zurück. Nee, das ist... Nee, nee, nee. Nee, nee, ich glaube, ich muss einfach nur... Erstmal ohne Nuss rüber. Und ich muss hier auf dieses Ding da springen. Und zwar... Jetzt! Ja. Jetzt ist nur die Frage, was ich als nächstes machen muss. Ah, okay. Wie komme ich da unten jetzt hin? Gar nicht. Ich kann ja auch einfach so... Oh Mann, ich bin auch dumm. Ich hätte ja... Hätte ich nicht die ganze Zeit schon so einfach fahren können? Nee, irgendwie steht das hier fest. Okay. Jetzt
geben dann noch die Magie aus. Ich glaub's nicht. Ah. Was ist das denn? Und jetzt habe ich halt einfach keine Magie. Okay, jetzt habe ich Magie. Trotzdem will ich mich weiter beschweren. Mann, du Sacknase, ey. Nee, ich glaube, die Nüsse sind tatsächlich nur irgendwie. Die sind nur, um Dinge zu droppen. Das sind einfach nur Behälter für Herzchen und Magie und so. Da baumeln auch noch einige dicke Nüsschen von der Decke. Ach komm. Mann. Dankeschön. Oh Gott. Mit jedem Mal, wo ich sterbe, denke ich an den Endboss, zu dem ich nicht mehr komme. Aber ich glaube, jetzt ist es besiegelt. Also ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn mehr, wenn ich in 10 Minuten weg muss, dass ich den Endboss anfange. Aber gut, dann ist aber beim nächsten Mal echt wirklich das Finale. Also das wird dann echt ein kurzer Stream. Entweder wird es ein kurzer Stream oder es gibt dann halt gleich im Anschluss ein anderes Spiel. Weiß nur noch nicht was. Es gibt ein paar lustige Dark Souls Mods, die ich gerne ausprobieren würde. Vielleicht gibt es sowas mal. Die Dark Souls 3 Pokémon Mod, die wollte ich schon lange mal ausprobieren. Weil das einfach so bescheuert klingt, dass es mein Interesse erweckt hat. Okay, letzter Boss. Was war das nochmal? Du hattest dich schon so auf das Finale gefreut. Ja, ich auch. Was brauche ich? Boomerang, Greifhaken, mehr habe ich nicht. Fächer. Ja, oder ich mache später nochmal einen Stream an. Aber da kann ich noch nicht sagen, wann. Nee, das ist eigentlich... Was muss ich hier überhaupt machen? Da oben. Wenn man die ganzen die farblichen Cues nicht hat, die Hinweise, die einem die Designer hier an die Hand nehmen, wenn alles schwarz-weiß ist, dann findet man das alles plötzlich nicht mehr. Dann ist das alles nicht mehr so auffällig, wo man da eigentlich hinschießen muss. Thank you.
Ich weiß nicht, wann soll ich es denn machen? Oder mache ich das später am Abend noch? Nee, aber ich glaube, ich schaff's einfach nicht. Morgen. Da weiß ich halt auch leider jetzt gar nicht. Da kann ich leider jetzt noch gar keine Uhrzeit ankündigen. Das ist das Problem so. Die einzigen Tage, wo ich wirklich immer einigermaßen regelmäßig streamen konnte, das waren halt immer diese Donnerstage und Freitage. Aber morgen. Die paar Minuten werde ich wahrscheinlich schon dazukommen, aber dann weiß ich jetzt noch nicht, um wie viel Uhr. Tja. Aber ich glaube, nächste Woche habe ich viel mehr Zeit, fällt mir gerade ein. Ich glaube, ich würde schon am Montag würde ich schon dazukommen. Das ist nur die Frage. Ich speichere jetzt erstmal kurz. Ob ich jetzt schon beim Endboss bin, wenn ich durch diese Tür gehe. Oder ob da noch was kommt. Ein paar Minuten habe ich ja noch, aber wenn jetzt der Endboss ist, dann nicht. Ich mach's am Montag. Ich kündige es jetzt einfach an. Montag so Nachmittag, Abend, so wie heute die Uhrzeit. Kommt dann das Finale. Es sei denn, ich klopp den jetzt in 5 Minuten weg. Aber es sieht nicht so aus. Weil hier sind nochmal Räume. Was haben wir denn hier? Ach, guck mal, ist das nicht das Ganon-Symbol, das sogar, das ist in A Link to the Past irgendwo auf dem Boden vorm oder auf den Türen. Ja, ja, klar, den nächsten Stream, den kann ich dann auf jeden Fall in Ruhe machen, weil da ist es ja hoffentlich echt nicht mehr so viel. Es sei denn, jetzt kommt halt jetzt einfach immer noch so viel. Ich weiß ja nicht, wie viel noch kommt. Ich dachte halt, dass es jetzt gleich vorbei ist. Dann kann ich leider nicht lesen, ist zu unscharf. Nee, aber ich gehe mal stark davon aus, dass ich es am Montag dann durch habe. Was, hat euch das jetzt nicht gereicht oder was? Das war doch gut. Na, komm. Das war wohl nicht schnell genug. Was ist, wenn ich hier rausschwimme? Geht nicht. Also irgendwas fehlt mir hier, glaube ich. Ah, die Reihenfolge. Ja, ich hab's verstanden. Du kannst aufhören. 2, 4, 1, 3. Also beziehungsweise eigentlich die Reihenfolge ist 3, 1, 4, 2. Ja, ich weiß doch. Ja, das habe ich schon verstanden. 3, 1, 4, 2. Die Schwerter, die meine Knechte in den Tiefen der Dunkelheit schwingen, weisen den Weg zu mir. Ja, ich weiß es. Ja, da ist noch eins. Eins ist da noch, da ist es. 3, 1, 4, 2.
Und es erscheint ein lila Loch. Wenn er hier einfach reinkommt, hätte er mich da nicht einfach mitnehmen können? Ganon ist also von hier aus wieder auf die Oberwelt gelangt. Guybrush, machen wir uns doch denselben Weg, den Ganon beschritten hat, zunutze, um auf die Oberwelt zu gelangen. Solltest du also noch etwas aus der Welt oberhalb des Meeres benötigen, gehe an Bord des Bootes und steuere auf das Licht zu. Nee, du, ich glaube, passt soweit. Braucht gerade nichts. Du kannst mir vielleicht einen Beefy Roll von der Tanke mitnehmen, aber ansonsten will ich jetzt hier einfach mal zum Endgegner gehen. Wenn ich wüsste, wie. Okay, vielleicht muss ich einmal mit dem Typen irgendwie in die Oberfläche gehen, um irgendwie was zu triggern. Und dann muss ich tatsächlich auch einfach aufhören. Okay, let's go. Ah, die verwunschene Bastion. Ja, okay, aber ich brauche hier halt echt einfach nichts, ne? Ich brauche halt einfach nichts. Okay, let's go zurück. Kann ich jetzt hier mit ihm durch? Nee. Dann checke ich aber nicht, was da jetzt noch fehlt, um durch die Tür zu kommen hier. Ein Lied vielleicht? Muss ich vielleicht einfach mit dem Masterschwert hier auf die Tür einprügeln? Das ist es auch nicht. Nun gut, ich werde es am Montag herausfinden. Ich denke mal, dass hier jetzt echt nicht mehr viel kommt, wenn überhaupt noch irgendwas außer dem Endboss. Das war es auch nicht. Gut, okay. Dann, muss ich jetzt leider los und dann spiele ich es am Montag aber echt, so, echt durch. Dann wirklich. Es sei denn, ich brauche irgendwie 3 Stunden, um herauszufinden, wie ich durch diese Tür hier komme. Aber nee. Am Montag habe ich es. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns vielleicht am Montag. Also ich werde da sein. Wenn ihr auch da seid, dann sehen wir uns am Montag. So, dann noch schönen Abend und reingehauen.